Hallo, willkommen zu meinem allerersten improvisierten Mod-How-Tutorial. Ich habe Folgendes herausgefunden, als ich, nachdem ich wieder da war, eine Runde aufgenommen habe, ohne Stimme, weil ich so schlau bin. Und zwar, wie man so, glaube ich, als Anfänger vor allem, gut gegen einen Gegner ankommt. Für den Anfang erstmal gegen einen einzigen, nicht gegen eine ganze Meute oder zwei. Und zwar, ne, ich habe auch unter anderem bei einem anderen Tutorial, YouTube-Video, erfahren, dass wenn der Feind, der Gegner, einen Hieb macht und die ganze Zeit so tut, als ob, warte, wie war das nochmal? Oh, nein! Ja, die ganze Zeit so tut, als ob er angreift und dann doch nicht angreift, beim Stechen oder beim Hieben, oder keine Ahnung, irgendwas, Hauptsache, er tut so, als ob, ne? Ja, die Sache ist die, wenn du den Gegner siehst, dass er die Waffe schwingt, du aber kein, und jetzt aufpassen, kein Atemgeräusch hörst, und zwar dieses hier, ne? Dann bedeutet es, dass er den Angriff nicht mehr feinten kann, nicht mehr vortäuschen kann mit Q. Ja. Und dann macht er halt auch wirklich den Schlag. Und immer wenn du den Gegner, wenn der Gegner vortäuscht, wirst du keinen Atemzug hören. Also immer darauf achten, wenn der Gegner einen Atemzug macht beim Schwingen, dann bedeutet das auch, dass er angreift. Okay? Okay. Und zweitens, ich hoffe, die Geräusche sind nicht so laut. Wenn du gegen, ich sag jetzt mal du, okay? Guten Tag. Wenn du gegen einen Gegner kämpfst und ja, du jetzt rausbekommen hast, das mit dem Vortäuschen und dem Nichtvortäuschen und den Atemzügen, musst du vor allem als Anfänger, sowas für mich zumindest, als Anfänger darauf achten, dass du nicht zuerst angreifst. Das zeige ich jetzt gleich. Man lässt den Feind immer zuerst angreifen. Und macht dann einen Gegenangriff. Genau so. Genau so. Ja. Man hat es gesehen. Angreifen lassen. Blocken und einen Gegenangriff starten. Als Anfänger ist das relativ einfach. Man muss sich nur konzentrieren und darauf achten, dass der Typ keine Geräusche macht. Keine Geräusche. Also atmet und Geräusche macht. Genau so. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Ihr müsst nur darauf achten, noch zusätzlich die Sache mit dem Atmen, mit der Atmung. Und ja, ich hoffe, das Tutorial bringt uns allen was, vor allem den Anfängern dort.
Das war mein erster Versuch, ein Tutorial zu machen. Ich hoffe, die Geräusche sind jetzt nicht ziemlich laut, weil ansonsten müsste ich das ja alles nochmal machen. Ja. Ich spiele jetzt noch diese Runde zu Ende und ich hoffe, dass euch das Tutorial gefällt. Verbesserungsvorschläge sind willkommen, Kommentare auch, wenn ihr wollt. Und dann auf Wiederhören. Nächsten Monat vielleicht, weil wo dann eventuell die Videos einmal im Monat kommen. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen. Und gutes Gelingen bei der Schlacht.